Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, dann wollen wir mal. Gespeichert habe ich ja. Ich kenne den Typen nicht. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Ich kann dir über den Mord von Asko erzählen. Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Duras selbst ist der Mörder. Die Spur ist kalt, der Mörder ist schon über alle Berge. Lüge oder der Drückeberger Barin war es. Ich will keinen anderen dafür opfern, vor allem weil es sein bester Freund war. Duras brauche ich aber selbst noch als Gefährten, solange bis ich einen anderen habe. Also mache ich jetzt erstmal, die Spur ist kalt, der Mörder ist schon über alle Berge. Die Spur ist kalt, der Mörder ist schon über alle Berge. Welchen Beweis hast du dafür? Ich habe mit all deinen Verdächtigen gesprochen. Es kann keiner von ihnen gewesen sein. Ach, verdammt, ich habe schon so etwas geahnt. Und weiter? Asgore stand sehr in deiner Gunst. Jemand wollte dir offenbar schaden. An dich heranzukommen ist nicht so leicht. Da haben sie sich an deinem Schützling vergriffen. Möglicherweise war es einer der Verbannten. Vor 3 Monaten gab es viele Unruhen in der Stadt. Es war eine wahre Flut an Verbannungen, die ich aussprechen musste. Am Ende ist es meine Unachtsamkeit, die zu Asgores Tod führte. Ich verdammter Narr. Ich hätte es wissen müssen. Nun, ich werde die Sache ruhen lassen. Aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. In einer stillen Stunde werde ich Duras fragen müssen, warum er den Fall nicht aufgeklärt bekommen hat. Was meine Unterstützung angeht. Ich habe mich um Irdor gekümmert. Und? Gab es Probleme? Nicht der Rede wert. Dann verrate mir mal, warum ich von den Setzern nur Beschwerden zu hören kriege. Hä? Nach allem, was ich raushöre, hast du ihnen irgendeinen Fraß aufgetischt. Es wird Tage dauern, bis sie wieder ihre volle Leistung bringen. Und meine Belohnung? Du? Eine Belohnung? Sei froh, dass ich dir nicht das bisschen Elixit abknöpfe, das du bei dir trägst. Entschuldigung. Wie mache ich mich? Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Ob er das ernst gemeint hat? Die sitzen da und sind da fröhlich am Essen. Ah, scheiße, ich hätte nicht das schimmlige Brot geben sollen, aber dann hätte ich so viel sammeln müssen. Hm. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Ein tapferer Krieger. Das ist es, was du für mich bist. Wir werden sehen. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Okay, ich bin dabei. Also gut, dann los. Was soll ich tun? Nochmal. Ach ja, die Waffe. Ach, der sieht das bestimmt. Obwohl er ja eigentlich nichts mehr zu kacken haben müsste, ne? Schließlich habe ich ja seinen Kopf gerettet. Schleichst du etwa? Nein. Ich habe mich nur vertan beim Drücken hier. Okay. Hier nicht. Jora. Hey, was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Gibt es ein Problem? Ja, ein Problem, das ich gerne vermeiden möchte.
Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Und was erwartest du jetzt von mir? Naja. Ist wohl fest mit deinem Arm verbunden. Abschlagen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Aber gut. Ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Danke. Erzähl mir mehr über die Werker. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Der Schlund? Ja. Was dort lagert, soll in Vergessenheit geraten. Das Metall, das dort landet, kann nicht einmal mehr für unsere Klingen genutzt werden. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Ihr braucht also Maschinenteile. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Oh nee. Ich höre. Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter. Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Du willst etwas haben, das den Alps gehörte? Ich würde gern darauf verzichten, aber wir brauchen das Elex. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Macht Sinn. Nicht wahr? Auch wir können uns davor nicht verschließen. Was man sich nicht erkämpfen kann, kann man sich vielleicht erkaufen. Ich sehe mich beim Konverter nach Maschinenteilen um. Gut. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir das Elex unseren Gegnern überlassen können. Angrim sagte mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah, ich verstehe. Und wo genau ist sie? In meiner Hütte. Das wird er dir sicher auch gesagt haben. Kann sein. Du hast jetzt deine Informationen. Ich muss mich wieder anderen Dingen widmen. Großer. Warum auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Du denkst also, unser Leben hier ist rückständig. Dann lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Soweit wir wissen, sind in nahezu allen modernen Apparaturen größere Ansammlungen von Elex enthalten. Natürlich findest du es auch sonst überall. Aber der Elex-Anteil ist in eben diesen Gegenständen beachtlich. Das Elex selbst ist mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es den Transformationsprozess durchlaufen hat, ist es uns möglich, mächtige Magie damit zu wirken. Und wer über diese Macht verfügt, braucht keine Technik. Das könnt ihr auch schneller haben. Spart euch die Transformation. Wie einfältig muss man sein, überhaupt daran zu denken? Weißt du nicht, was Elex aus einem macht? Es macht dich stark. Ja, aber zu welchem Preis?
Wer sich zu lange dem Elex aussetzt, verliert alle Emotionen und denkt und handelt wie eine Maschine. Darum morden die Alps kaltblütig und geben nichts auf die Menschheit. Also, machen wir das einzig Richtige. Wir wandeln das Elex um und ziehen ein Leben vor, das frei von seinem Einfluss ist. Also ist eure Art zu leben als Schutz vor dem Elex zu verstehen. Jetzt hast du es verstanden. Groß. Technik. Wir können darauf verzichten. Großartig. Jo, in seiner Hütte. Seine Hütte ist doch hier oben. Oh, er ist das schön am Fegen, ey, wie geil. Ist das die Waffe? Ist das die Waffe? Ich verstehe den Sinn jetzt gerade nicht. Das ist doch seine Waffe, oder nicht? Ich bin doch jetzt nicht blöd. Duras ist gelb, hä? Achso. Ich soll ihm die doch bringen, hat er doch gesagt. Speichere das mal ab. Du wagst es hier zu stehen. Ich soll die nehmen. Ich. Genug. Unser Gesetz ist in diesem Fall eindeutig. Du hast mir doch selbst gesagt, wo ich die Waffe finde. Das habe ich. Aber ich habe kein Wort darüber verloren, dass du sie auch nehmen sollst. Und wenn schon, Angrin gab mir den Auftrag und den führe ich aus. Ja? Er gab dir auch noch etwas anderes mit auf den Weg. Ich verstehe nicht. Das wirst du bald. Folge mir. Hoffen wir für dich, dass er milde walten lässt. Was? Du vergreifst dich also an unserem Eigentum. Was? Niemandem ist es gestattet, vom Schlund Technik zu entwenden. Insbesondere, wenn es sich um eine Elex-Waffe handelt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was? Du hast mir den Auftrag dazu erteilt. Und ich habe dich mit unserem Gesetz vertraut gemacht. Oh mein Gott, das war ein Technik ist verboten. Und hat einzig und allein beim Schlund ihren Platz. Du wirst in Zukunft deine Taten besser hinterfragen, bevor du blindlings handelst. Höre nun mein Urteil. Du wirst dich in den verbotenen Wald begeben und dort nach Rogar Ausschau halten. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört und befürchte das Schlimmste. Denk aber daran, ich glaube an eine zweite Chance, nicht an eine dritte. Und Jora, kehre zurück an den Schlund. Ich brauche dich nicht mehr. Verstanden. Mieses Schwein. Technik. Wisst ihr was? Ich lade den jetzt. Und werde die nicht klauen. Und werde ihn erst davon unterrichten. Werker Jora möchte, dass ich ihm Maschinenteile bringe. Achso, ja. X für die Kaldrim. Ach ja, nach Kaldrim muss ich auch. Genau. Genau, Also das... Du verkaufst doch gewisse Dinge.
Ah, ein kleiner Handel gefällig? Ich suche etwas ganz Spezielles. Wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Das wollte ich hören. Also, ich will eine Laserwaffe haben. Diese Dinger, die die Kleriker haben. Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja, besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Hau bloß ab! Aber du hast doch... Brauchst du erst einen Arschtritt? Du hetzt mir noch Angrims Männer auf den Hals. Verzieh dich! Daneben nicht, du Feigling. Mach's gut. Schlechte Laune? Ach, hör bloß auf. Manche Leute haben ganz klar ihre Aufgabe verfehlt. Jemand müsste diesen verbohrten Typen mal Verstand einhämmern. Wollen meine Splitter nicht, aber im Vorfeld behaupten, sie könnten alles beschaffen. Erzähl mir die ganze Geschichte. Nee, lass mal. Ich muss eh weiter. Mir ist da gerade eine Idee gekommen. Nichts für ungut. Bis später. Ich habe gerade keine Zeit. Später vielleicht. War da was? Wegen der Raritäten. Ja? Ich habe gerade keine Zeit. Später vielleicht. Ach, wohnt der hier, der Typ? Ich gehe erstmal zu diesen anderen oder sowas und... Oh, was machst du denn hier? Die Frage gebe ich zurück. Ich wollte nur sehen, ob die Jungs hier meine Hilfe brauchen. So, ist es dafür nicht ein bisschen spät? Okay, vergessen wir die Maskerade. Es bringt ja doch nichts. Du bist ein Kleriker. Psst, noch lauter und mein Kopf rollt. Dein Kopf ist sicher eine Menge wert. Die Berserker sind schon hinter dir her. Die Berserker sind schon hinter dir her. Ich hatte mir schon gedacht, dass man mir auf die Schliche kommt. Man kann sagen, was man will. Aber so dumm, wie man uns weismachen wollte, sind die Kerle hier nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in deinem Interesse ist, mich tot zu sehen. Und wenn du es geschafft hast, meine Verkleidung zu durchschauen, schaffen es auch andere. Hilf mir, von hier zu verschwinden, bevor ich eine Axt im Rücken habe. Okay, wie kann ich dir helfen? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Rika, die Frau von Ragnar, ist die einzige Person, mit der man hier reden kann. Außerdem kann sie aufgrund ihrer Stellung die nötigen Schritte veranlassen, um mich hier heil rauszubringen. Berichte ihr von mir. Ich packe derweil meine Sachen und halte mich bereit. Sollten wir uns nicht mehr sehen, sei bedankt. Du hast nichts gesehen, Duras. Mal hier neu in die Hütte reingehen. Okay. Ich denke, das war's, ne? Zum großen Teil. Rika. Ich verstehe aber nicht, warum der mir aus dem Inventar bei den Setzlingern, bei den Setzer da nur das schimmlige Brot rausgenommen hat, weil ich hatte ja auch gutes Brot, ne? Warum geht das jetzt gerade nicht? Hallo? Bist du Rika? Nein. Vielleicht sollte ich mal... Was macht er da?
Hallo. Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Danke. Für Fremde mag es immer den Anschein haben, wir würden nur nach dem Gesetz leben. Aber wir haben auch ein Herz für alle Gestrandeten, die bereit sind, ihrem alten Leben abzuschwören. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit, Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Unter uns, er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen. Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Mir fällt das nicht schwer, wenn du das sagst. Mir fällt das nicht schwer. Du weißt offenbar nicht, was du da von dir gibst. Da draußen vernichten die Alps alles Leben, Stück für Stück. Und auch wenn sie das schlimmste Problem sind, sind sie bei weitem nicht das Einzige. Aber was erzähle ich dir? Du kommst ja von draußen. Du weißt, was dort vor sich geht. Wir haben unser Leben auf das Essentielle ausgerichtet. Nichts von dem, was du denkst zu brauchen, brauchst du wirklich. Ich könnte mich an das Leben hier gewöhnen. Ich würde es dir wünschen. Nimm mich zum Beispiel. Ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der einem nahesteht? Wie hältst du es mit Ragnar aus? Du meinst, weil er sich wie die Axt im Walde benimmt? Ja. Das ist doch alles nur Fassade. Einem schwachen Herrscher folgt niemand. Und mir gegenüber benimmt er sich ganz anders. Aber das sind Dinge, die dich eigentlich nichts angehen. Hast du Goliath nie verlassen? Natürlich. Glaubst du, ich stehe nur am Herd, um den Männern was zu kochen? So war das nicht gemeint. Gut. Denn ich mag es gar nicht, wenn man mir diese Rolle andichtet. Nur als ich Ragnar einmal gezwungen habe, für uns zu kochen, da musste ich eine Woche lang... Kommen wir lieber auf deine Frage zurück. Ich sehe mich ab und an auf unseren Feldern um. Kämpfen kann ich zwar auch, aber ich muss es ja nicht darauf ankommen lassen. Mein Platz ist an Ragnars Seite. Ich suche Arbeit. Oh, du hast meine kleine Rede wohl zum Anstoß genommen, dich nützlich zu machen. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere mich um den Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht geben. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den möchte ich hier vermeiden. Es gibt also Ärger. Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit allerlei Problemen rumschlagen. Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger vermeiden könnten. Aber lass mich zum Punkt kommen. Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten überfallen wurden. An und für sich kann uns das natürlich egal sein, denn sie haben in Edan nichts zu suchen. Aber ihre Waffen liegen noch in der Nähe. Und in falschen Händen können sie großen Schaden anrichten. Ich will, dass sie gefunden und zum Werker Jora gebracht werden. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften unschädlich zu machen. Ich kümmere mich darum, dass Jora die Klerikerwaffen bekommt. Gut. In seinen Händen sind sie richtig aufgehoben. Denn so will es das Gesetz. Lass dich also auf deiner Reise nicht unnötig ablenken. Wo soll ich nach den Waffen suchen? Wenn ich den Bericht unserer Leute richtig deute, sind die Kleriker vor ein paar Wühlern in eine nahegelegene Ruine geflüchtet. Das war dann wohl auch ihr Todesurteil. Jedenfalls haben sie nur noch ihr Geschrei gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Ruine im Nordwesten meinen. Du solltest sie leicht erkennen können. Ein Fluss trennt sie in zwei Stücke. Das müsste als Anhaltspunkt genügen. Warum haben die Jäger die Waffen der Kleriker nicht gleich mitgenommen? Sie wussten es nicht besser. Durch unser Gesetz sind einige so verunsichert, dass sie keinen Finger an etwas legen, das ihnen fremd ist.
Dabei hätten sie die Waffen nur zum Schlund bringen müssen. Bertram braucht deine Hilfe. Bertram? Wer soll das sein? Ein Kleriker, der sich als Berserker verkleidet hat. Was hat er sich dabei gedacht? Weiß er denn nicht, dass das seinen sicheren Tod bedeutet? Du könntest ihm das Leben retten. Na schön. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Vor kurzem ist eine Karawane losgezogen, um einen Setzling in das unbekannte Land zu tragen. Ich werde dafür sorgen, dass er einem Trupp Nachzügler zugeteilt wird, die bald aufbrechen. Warte hier einen Augenblick. So, ich habe alles in die Wege geleitet. Die Männer sind unterwegs. Danke. Schon gut. Ich habe einfach ein zu weiches Herz. Geh jetzt besser. Ja, das ist gut. Ihr hört da alles mit und so, ja, das ist gut. Ja. Ja, es ist auch gut. So, jetzt möchte ich zu dem Angrim gehen und dem sagen, dass der eine Typ mir die Waffe nicht rausgibt. Es kann natürlich auch sein, dass er das mit Absicht nicht tut. Weil ich diese Aufgabe erledigen muss. Wegen des Klerikers. Die Predigten des Klerikers haben ein Ende gefunden. Warum sehe ich keine Leiche? Er hat Goliath verlassen. Meine Anweisungen waren deutlich. Er sollte gerichtet werden. Sein Tod wäre eine Abschreckung für andere gewesen. Aber so viel Weitsicht war von dir wohl nicht zu erwarten. Geh jetzt. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Nee, ich muss das machen. Diese Aufgabe von diesem Jora da. Kaldrim? Wegen Kral. Ja? Ich habe ihn gefunden. Er ist tot. Verdammt. Hatte er wenigstens das Elex bei sich? Nein. Tja, damit geht sie dahin. Unsere einzige Spur. Trotzdem, danke. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühen. Da fällt mir was ein. Vielleicht könntest du mir bei einer Sache helfen. Und was soll das sein? Also, die Sache ist die. Ich habe bei einem unserer Setzer ebenfalls eine merkwürdige Präsenz festgestellt. Ähnlich wie bei dir, nur andersherum. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Er ist ein Setzer. Wenn ich dorthin gehe, wird er mir niemals die Wahrheit erzählen. Ich gehöre zum Clan der Nebelkrähen und er zum Hammerclan. Er würde denken, ich wolle ihn wegen irgendetwas in den Wald verbannen. Sein Name ist Orik. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du als Unbeteiligter zu ihm gehst. Okay, und was mache ich mit Orik? Sprich mit ihm. Versuche herauszufinden, ob er irgendwelche ungewöhnlichen Dinge gesehen oder getan hat. Und wie soll ich das machen? Versuche mit ihm ins Gespräch zu kommen. Rede mit ihm über seine Arbeit auf den Setzlingfeldern. Vielleicht erzählt er dir ja etwas Interessantes. Falls du etwas herausfinden solltest, sag mir Bescheid. Hm, na schön. Tja, mit dir hat überhaupt keiner geredet, ey. Aber er so, ja, ja, schön. Ja, gut, machen wir. Ach, das hätte ich nicht geschafft, glaube ich. Orik, war das nicht der Typ, der hier auch... Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jägern an. Dieser Typ, ne? Genau. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Nein, nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann...
Ah ja, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Aber hier ist nicht der richtige Ort, das zu besprechen. Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Endlich jemand mit Vernunft. Bis nachher, die Zeche geht auf mich. Oh mein Gott. Heute ist mein Tag. Weißt du, da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör. Und was genau wolltest du? Das wirst du schon bald merken. Endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen. Wurde auch Zeit, dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen. Nicht mehr lange und wir machen den Alps Feuer unterm Hintern. Ich trink mir darauf jetzt ein paar Krüge. Hier, gönn dir auch ein oder zwei. Wir reden später weiter. Ich versuch's mal. Du wagst es hier zu stehlen? Ich... Genug. Unser Gesetz ist in diesem Fall eindeutig. Du hast mir doch selbst gesagt, wo ich die Waffe finde. Das habe ich. Aber ich habe kein Wort darüber verloren, dass du sie auch nehmen sollst. Und wenn schon, Angrin gab mir den Auftrag und den führe ich aus. Ja? Er gab dir auch noch etwas anderes mit auf den Weg. Ich verstehe nicht. Das wirst du bald. Folge mir. Hoffen wir für dich, dass er milde walten lässt. Du vergreifst dich also an unserem Eigentum. Niemandem ist es gestattet vom Schluck. Was? Du und... Das haben wir ja schon gehört. So, dich muss ich ja jetzt verfolgen. An der Taverne soll ich den treffen gleich. Wahrscheinlich Zeit, noch eben den Orik zu befragen. Wenn erst der junge Bursche auch da ist, der da saß. Nein, das ist Oni. Ich hab zu tun. Nicht Orik. Okay, dann warte ich jetzt hinter der blöden Taverne. Das ist er nicht. Hey, du! Du gehörst nicht zu uns. Was willst du hier? Ich bin auf der Durchreise. Dann pass auf, wo du hintrittst. Wir haben in Goliath Pflanzen, die sehr empfindlich sind. Und nur, dass wir uns verstehen. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Was ist ein Oberaufseher? Jemand, der bereits so lange in seinem Job ist, dass die Leute entschieden haben, er ist jetzt besser darin, andere Leute zu organisieren, als seinen eigentlichen Job weiterzumachen. Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Die Befestigung hat die Mutanten auch nicht aufgehalten, die durch den Fels gebrochen sind. Was zum... Und das sagst du so einfach? Beruhige dich. Sie sind tot. Puh, das sind gute Neuigkeiten. Ich nehme an, wir haben es dir zu verdanken, dass die Stadt nicht überrannt wurde. Ja, nö. Hier, nimm das. Ich habe noch etwas draufgelegt, weil du meinen Fehler ausgebügelt hast. Danke. Hoffentlich hat Orik den Angriff überlebt. Ansonsten habe ich seinen Tod zu verantworten. Ich gehe besser zurück. Ich bin dann mal weg. Wenn die Felder sicher sind, bin ich zufrieden. Okay, mehr kann ich nicht mit ihm reden. Storm.
Mit der Alten hat man nur Ärger. Mit der Alten hat man nur Ärger. Meine Fresse. Ja, Frauen. Bist du dir sicher? Sind alle so schlimm. Ich gehe dann mal los. Was ist dir ein Ding? Eine neue Zeit bricht an, mein Freund. Verlass dich drauf. So, ich werde mich jetzt irgendwo... Er liegt den ganzen Tag im Dreck herum. Wie auch immer. Ist das dein Ernst? Ist das so? Ich halte mich da raus. Ich setze mich jetzt hier hin und warte. Er hat einen Splitter ehrlich verdient. Da ist er selbst dran schuld. Er hätte das nicht tun dürfen. Damit geht er mir seit Tagen auf den Sack. Wie auch immer. Was ist er denn da hinten? Für Sie tut es mir leid. Damals wäre er davon nicht bestraft worden. Ich nehme das gar nicht ernst. Lange höre ich mir das nicht mehr an. Bist du dir da wirklich sicher? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich bin dann mal weg. Wer zu viel schwitzt, fängt an zu stinken. Das stimmt. Wer zu viel schwitzt, fängt an zu stinken. Ist das so? Echt jetzt? Ich dachte, du wolltest dich mit den einen Typen verdient da treffen. Verdient hat er das nicht. Jetzt mach doch, ich muss einen Cut machen. Wie soll machen. Es denn jetzt weitergehen? Interessanter Gedanke. Ist das so? Da haben wir ein mächtiges Problem. Denkst du? Das ist ja ein dickes Ding. Einige gehen raus, einige kommen rein. Die da oben werden das schon regeln. Wenn du das sagst. Meine Fresse. Ja, das kann man so oder so sehen. Ich weiß auch nicht. So kann das wirklich nicht enden. So laut. Wo ist denn hier der... Nicht schon wieder. Der Barmann. Ach, da. So sicher ist das nicht. Erstmal was essen. Müsste der jetzt nicht so langsam mal kommen? Er hat ja hinter der Taverne gesagt, nicht davor, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich will damit nichts zu tun haben. Wie soll es das ist er nicht. Selbst dran schuld. Das ist ja ein dickes Ding. Der ist immer noch da. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Ich geh mal hier raus. Ob der jetzt hier schon zu Hause ist. Der pennt. Der pennt. Der soll sich mit dem alten Sack da treffen. Naja, gut, Leute, ich muss jetzt einen Cut machen. Ich wollte noch eben mal gucken, was ich noch lesen könnte. Notizbücher sind dumm. Abgegriffenes Notizbuch. Tag 17. Die Hütten sind aufgestellt. Hier an der Bergflanke ist es geschützt. Tag 18. Hab meine Leute auf der Erkundungstour geschickt. Waren erfolgreich jagen. Tag 19. Einer der Jungs hat mir die Geschichte von der geheimen Taverne angefangen. Wir haben ihn ordentlich den Kopf gewaschen. Tag 20. Der Frischling ist verschwunden. Haben alles abgesucht. Keine Spur von ihm. Tag 21. Haben auf der Suche doch tatsächlich einen Höhleneingang gefunden. Sind den Mutanten darin nur knapp entkommen. Dem Frischling konnten wir nicht mehr helfen. Hoffentlich verfolgen sie uns nicht. Gebetsbuch des Klerikers. Reinhalt, ne? Könnt ihr selber gucken. Missions-Tagebuch eines Verbanden, einer Verbanden. Probief. Wenn du uns noch einmal minderwertigen Mist teuer verkaufst, wirst du bald Dünger für deine Kräuter sein. Okay. Nachricht eines Verbanden. Ihr verdammten Schweine, sollen die Kampfmaschinen der Alps dafür, dass ihr mich hierher verbannt habt, doch eure verfluchte Stadt Goliath überrennen und euch alle zu Tode quälen. Und warum? Nur weil ich überleben will, wie jeder andere auch. Eure Magie zu erlernen dauerte mir einfach zu lange. Okay, aber eine Schusswaffe der alten Welt zu verwenden, soll ein Verbrechen sein? Womit soll ich mich dann verteidigen? Mit einem eurer langen Käsemesser? Idioten, ihr haltet euch doch selbst nicht an eure Regeln.
Euer lächerliches Berserkergesetz ist doch nur eine Fassade, hinter der ihr euch versteckt, bis die Zeit euch einholt. Hoffentlich bald. Verrotten sollt ihr alle. Ja. Haben wir die Tagebücher? Okay, alle wollen mir ans Leder. Zum Glück weiß ich von einer Insel im Süden, auf der ich vor den Gefahren des verfluchten Waldes halbwegs sicher bin. Das Wichtigste ist momentan zu überleben. Wie es weitergeht, sehe ich dann, aber ich denke, mir fällt schon etwas ein. Cutter. Dann haben wir Attacks Tagebuch. Erster Tag nach... Oh, das war ein Das lese ich ein andern Mal. Buch der Goliath-Helden. Buch Goliath-Helden, das mache ich noch und dann ist Ende. Sein Atem ging schwer, denn seine Gefährten lagen alle tot im Staub. Erik blinzelte in die rote Sonne, während die Zahl seiner Feinde um ihn herum anwuchs. Die Wut packte jeden seiner Fasern und Zorn brannte heiß in seinen Adern. Als mit Einbruch der Nacht das Zwielicht kam, geschah das Unglaubliche. Seine Wandlung muss gewaltig gewesen sein, denn er hatte die Übermacht am Morgen aus eigener Kraft besiegt. Ja. Nett, ne? Okay, Leute, ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.